Drop it. Tatütata, euer Zane ist wieder da. Heute mit einem Fairy Tale Kapitel Review zu Kapitel 473 Red Lightning, zu Deutsch Rote Donner. Luxes Körper ist immer noch stark geschwächt von den magischen Partikeln und Wall nutzt dies natürlich aus und setzt ihm richtig zu. Bam, bam, bam. Doch plötzlich schießt Wall einen Elektroschock auf Luxes. Why? Just why? Elektroschocks gegen den Donnerdrachen? What the fuck is wrong with you, gell? Welches ihm neue Kraft gibt und Luxus schafft es zurückzuschlagen, doch leider nur für eine kurze Zeit. Denn Luxus Körper ist einfach zu geschwächt, so dass er sogar anfängt, Blut zu spucken. Erinnert ihr euch noch an meine Theorie von letzter Woche? Das Blut, das mit Donner verschmilzt? Ich bin ja gespannt, ob es sich bewahrheitet. Als Wall seine finale Attacke Aetherion einsetzen will, aktiviert Luxus einen Jutsu Shiki, also Siegel auf dem Boden von Freed, seinem guten Freund. Und dadurch wird die Vergiftung der magischen Partikel gestoppt. Luxus greift an und rot-schwarze Donner erscheint aus Luxus Händen und trifft Wall direkt. Plötzlich sieht man einen Flashback, wo Luxus sich mit Mavis über seinen Großvater Yuri unterhält. Und plötzlich kommt seine ultimative Attacke Raikou Akamikatsuchi. Und man sieht bei dieser Attacke sogar seinen Großvater ebenfalls zuschlagen. Natürlich nicht in echt, aber eben sein Spirit. Und damit schafft er es, Wall zu besiegen. Das Kapitel war zwar nur ein Fighting-Kapitel, aber dennoch extrem gut. Zwischendurch braucht man eben auch sowas, anstatt immer nur dieses Gequatsche. Und Luxus hat wieder mal bewiesen, weshalb er einer der mächtigsten Magier Fairy Tales ist. Auch wenn sich diesmal meine Theorie nicht bestätigt hat, bin ich mir noch nicht so sicher, ob Luxus letzten Endes nicht doch noch fällt. Entweder einfach nur in Ohnmacht vor lauter Erschöpfung, oder gerade wenn Luxus denkt, der Kampf ist vorbei, er hat gewonnen, kommt Agnologia. Wer weiß, bin mal gespannt auf das nächste Kapitel. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Fairy Tale Kapitel Review wieder hier auf FaceFall TV. Ciao.